Moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder am Teich, probieren es mal auf Friedfisch, Februar und gucken, was so kommt. Bis gleich. Ja, heute haben wir etwas milderes Wetter, probieren es deswegen mal auf Friedfisch, angeln hier mit Maismade und ja, mal schauen, was da so kommt heute. An unseren Plätzen haben wir heute zwei Hände voll Futter reingeworfen, da wir eine kleine Lockwirkung haben wollen. Und ja, wir wollen nicht zu viel Futter reinwerfen, da wir die Fische nicht satt machen wollen. Und Colin sagt euch jetzt, was im Futter drin ist. Ich zeige jetzt euch nochmal, aus was unser Futter besteht. Zum einen hier Haferflocken aus dem Discounter, bekommt jeder. Dann haben wir hier Forellis, die sich unter Wasser schneller auflösen und eine hohe Lockwirkung haben. Dann haben wir hier noch Mais aus der Dose. Hier, ganz einfachen. Und die Grundbasis besteht aus einem Erdbeerlockstoff. Nein. Jetzt ging's mal. Oh, es sieht nach einer Blätze aus. Ja. Soll ich einen Keschern? Ich kann auch rausheben, warte, ich hätte raus. So, Jonas hat einen. Nice. Zeigen wir relativ schnell. Danke. Erste Winterplätze. 2020. Und es war keine kleine. Petri. 25 cm hat diese schöne Plätze. Die kommt jetzt wieder zurück. Und da hoffen wir, dass es so weitergeht. Einen von den Goldfischen, von dem wir geredet haben. Ja, gar nicht so klein. Hat normal geschluckt und den verarzten wir jetzt erstmal. Nochmal anfassen. Wie viel hat er? Circa. Ja, auch so. 22 haben wir. 22. Ja, 22. Schön, Petri. So, Leute, nächster Tag. Geht schon gut los. 5 Minuten drinnen, die Pose. Und da haben wir schon wieder den ersten Goldfisch. Cool. Oh, eklig. Trotzdem anhauen. Nee, chill noch kurz. Die war schon sehr gut. Ja, chill noch kurz. Ach, fuck, die war weg. Ah. Ich seh den Wicht schon. Na, ja, nur Mais. Wie die Plätze. 25. Jo. 25 kann man nicht geben. Hier haben wir mal einen etwas besseren, dick gefressenen Goldfisch. Ähnelt den Karpfen schon etwas mehr. Und ja, da kommt jetzt wieder rein, der Gute. Etwas kleinerer. Ja. So Leute, nächster Tag, wie ihr gesehen habt, konnten wir schon ein paar Fische wieder fangen. Wir hoffen, heute geht mal was Größeres, Karpfen oder so. Mal schauen, ob wir mehr Glück haben als gestern. Und ja, Posen liegen. Und da würde ich sagen, zeigen wir es euch. Also heute füttern wir wieder mit demselben Futter, bloß dass wir heute ein paar Maden dazu getan haben. Alle einer halben bis Viertelstunde füttern wir einen Ball in einer Walnussgröße. Und ja. So, jetzt zeigen wir euch nochmal, mit welcher Montage wir heute angehen. Als erstes haben wir hier eine Feststellpose von 2 Gramm. Dann haben wir hier ein kleines Quetschball
vorgeschalten. Dann kommt der Wirbel und daran haben wir ein Vorfach mit einem Maishaken dran befestigt. Auf dem Maishaken fischen wir ein Maiskorn und ein kleines Madenbündel. So Leute, das war's dann mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen, die kleine Friedfischtour. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ja Leute, wir haben gerade das Outro gemacht, oder beziehungsweise die Verabschiedung. Ich wollte noch mal kurz machen, hab reingeholt und da hing diese kleine Rotfeder dran. Die war ordentlich jetzt erstmal. Ja, diese kleine Blötze war es dann noch. Ich mache jetzt noch ein paar Minuten, wenn noch was geht. Sage ich euch auf jeden Fall noch und ja, ich glaube. Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag heute mit viel Fisch. Und da würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao.